Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Und zwar Let's Play, man sieht es schon im Intro-Screen, Need for Speed Undercover. Ja, ich habe es schon durchgespielt, wie auch alle anderen Need for Speeds, bis auf Shift 2 und so. Und The Run, was im Moment rausgekommen ist. Most Wanted werde ich definitiv nicht Let's Playen, ich habe auch nicht das Geld dafür. Ja. Und 2008 rausgekommen. Wir spielen einen Undercover-Agenten, der sich genau in die Racer-Karriere einfügen sollte. Und ja, fangen wir einfach mal an und erstellen uns einen neuen Spielstand. Ja, weiß ich. Also fangen wir einfach mal an. Die Stadt ist nicht mehr das, was sie mal war. Diese Typen in ihren Schlitten, die kennen keine Grenzen. Denen ist alles egal. Es wird Zeit, diesem Treiben hier ein Ende zu bereiten. Ich habe noch nichts eingestellt. Ich werde es aber gleich mal tun. Super, und wir werden natürlich sofort ins Geschehen geschmissen. Aber nein, ich werde mal kurz mal was nachschauen und ja, wir sehen uns dann gleich. Ja, und da sind wir auch schon wieder und wir werden weitermachen. Achtung, Verfolger, Bundeseinheiten sind unterwegs zu euch. Sobald sie da sind, habt ihr Anweisung, euch zurückzuziehen. Schön für euch. Unnötig. Wir haben den Einsatz und die Situation im Griff. Aua! Wirklich? Verfolgung jetzt auf Alarmstufe 5. Wiederhole, wir haben Alarmstufe 5. Wir haben ja nicht mal Nitro. Aua! Mann, Mann, Mann! Werden wir einfach durchs Geschehen durchgeschmissen. Reingeschmissen, so rum. Der muss wehgetan haben. Wir hatten im Laufe des Jahres 30% mehr Festnahmen und ihr tanzt ja einfach so an und macht, was ihr wollt. Darum geht's überhaupt nicht. Deine Leistung ist beeindruckend. Der letzte Einsatz, bei dem du undercover etliche Autodiebe überführt hast, war sensationell. Solche Operationen können Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern. Die Zeit hätte ich auch gern. Wir haben nur ein paar Wochen. Das FBI schaltet sich ein. Ich bin die neue Kontaktperson. Wir vermuten, dass eine der Street Racing Banden in den internationalen Schmuggel... Sorry, Lady. Ich muss mich kurz einmischen. Aber die Street Racer haben mit dem Schmuggel absolut nichts zu tun. Lieutenant Keller, meine Abteilung interessiert sich nicht für Typen mit getunten Wagen. Wir suchen nach Beweisen, dass wertvolle Fahrzeuge vor ein paar Wochen aus einer Schiffsladung bei den Docks gestohlen wurden. Damit könnten wir ein Netzwerk von Autoschiebern in mehreren Ländern überführen. Und wir vermuten, dass die Fahrzeuge im Besitz einer dieser Straßenbanden sind. Die suchen gerade einen Top-Fahrer. Dein Job ist zu fahren. Mein Job ist, dich einzuschleusen. Nicht mehr und nicht weniger. Gehen wir. Need for Speed Undercover! In Tri-City. Waren das gerade 16 Millionen? Ich glaub schon. Treib dich auf den Straßen.
Straßen rum. Je mehr Rennen du gewinnst, desto besser. Und denk dran, halt dich nicht zurück. Wir wollen, dass du aufhältst. Na, dann wollen wir mal loslegen und fahren unser erstes Rennen. Denn nur so fallen wir auf. Haben wir ja ganz nette Wagen mit dabei. Aber wir lassen uns natürlich davon nicht beeindrucken. Verzieh dich. Ja, hallo. Wow. Durch dieses knappe Vorbeifahren und wow. Dieses ständige nah beieinander fahren, grinden, schieben und wie auch immer, bauen wir Zonenpunkte auf. Diese Zonenpunkte geben uns extra EXP, um im Level zu steigern. Ja, und der Multiplikator kann unendlich steigern, aber wenn man dann eine Wand knutscht, war es das dann mit dem Multiplikator. Man verliert fast alles an Punkten. Und ja. Wir werden auf jeden Fall versuchen, so sauber wie möglich zu fahren. Zumindest das, was uns möglich ist. Und wir sehen gerade schon, wir hängen die Gegner, wow, mit 12 Sekunden ab. Alter Verwalter. Ich weiß gar nicht, ob der Wagen jetzt vollständig oder überhaupt getuned ist, motorleistungsmäßig. Aber das, wir haben es gesehen, Punkte verloren, rechts der Multiplikator. Aber, dass wir so schnell sind, hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Und wir haben es geschafft. Unser erstes Rennen haben wir dominiert. Zeit und die Dominanz liegt bei 1,59. Wir haben es natürlich geschafft. Ja, Aufladung. Mit dieser Fähigkeit kannst du mehr Leistung auf dem Aufladungssystem deines Wagens herausholen und so die Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit deines Wagens verbessern. 1%? Wow, ist auch echt viel. Yeah, wir werden auf jeden Fall was davon merken. Rennen? Ah, ein Rundkurs. Nein, wir werden nicht die Taste G drücken, sondern wir werden uns sofort ins nächste Rennen stürzen. Denn das ist das Beste. Na, wollen wir doch mal sehen, was ihr so drauf habt. Oh, ein Mazda RX-8. Wie ich den Wagen liebe. Aber wir müssen dich leider vorzeitig aus dem Rennen schmeißen. Tschüss. Wow. Nein, wir wollen nicht die Wand knutschen. Wie gut ist es, dass es ein Rundkurs ist? So können wir ordentlich Zonenpunkte einfahren. Und schwuppsdiwupps springen. Oh, jetzt wird's brenzlig. Ja, nein. Oh, toll. Super. Ich wollte die Zonenpunkte behalten, ihr Vollvögel. Naja, egal. Kommt echt nur einer hinterher? Jo. Oh nein! Ah, oh, super. Gerade Punkte gekriegt und schon wieder verloren. Das kommt davon. Ich glaube, ich zocke später das Ganze mal mit Controller. Ich werde den später mal anschließen. Weil dieses Spiel kann ich einfach besser nur mit Controller zocken. Nein, ich habe keinen Xbox 360 Controller. Ich zocke mit einem 0815 Controller, der aber trotzdem seinen Zweck erfüllt. Was ich gut finde.
komm, 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 komm. Ja, halli, hallo. Und haben wir dominiert? Ja, aber auf jeden Fall. Ruf als Fahrer 6610, das ist nice. Getriebe, mit dieser Fähigkeit kannst du die Leistung des Getriebes deines Wagens steigern und so Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit deines Wagens verbessern. Schick, auch 1%. Zonenpunkte, heldenhafte Fahrmanöver und außergewöhnliche Renneinsatz bringen dir einen besonderen Ruf als Fahrer. Schön für dich. Wollen wir nicht wissen, denn das wissen wir. Und was wir wissen, brauchen wir nicht nochmal extra wissen. Zu viel Wissen auf einmal ist schlecht für dein Gewissen. Nein, Spaß. Guck, guck. Wow. Das Problem, was wir hier haben, hier können wir nicht mal eben die Gegner drehen. So, hier müssen wir sie gekonnt. Wow, da geht's lang. Hier müssen wir sie gekonnt abdrängeln. Man sieht, schwer zu drehen. Kontakt. Kontakt zu den Aliens oder was? Du wirst erstmal da fahren. Du verziehst dich da mal schön. Verzieh dich doch! Wow. Okay, das war nichts. Mann, so viel Wände wollte ich doch gar nicht knutschen, Mann. Fängt ja schon wieder gut an. B-Paar. Ja, genau. So, tschüss. Ja, du wurdest aufgehalten. Das ist auch gut so. Aber das Handling in diesem Spiel finde ich echt beschissen. Wow. Das war zu viel des Guten. Zumindest, na, nicht das Handling, aber die Physik ist so beschissen in diesem Spiel. Es ist einfach unglaublich. Aber egal, wir werden trotzdem unseren Spaß haben und wir werden trotzdem weiter Let's Play. Denn was wir angefangen haben, bringen wir auch zu Ende. Und ich glaube, somit sind wir Level Up. 1,5511. Schicke Zahl. Bremsen. Mit dieser Fähigkeit kannst du deine Bremsen speziell tunen und das... Tunen. Ja, genau. Tunen und das Handling deines Wagens verbessern. Wow. Getriebe. 6%. Das ist schick. Wow. Wir haben Level Up. Fahrerlevel gestiegen. 5% Getriebe. Wow. 5% Getriebeverbesserung. Das ist schick. So, wir machen... Ey! Wir machen einen Rundkurs. Genau. Du gehörst nicht zu den Guten und nicht zu den Bösen. Du fügst dich ein, hörst zu, aber vertraust niemanden. Das sind diese Standardsprüche. Ja, sicher, da fährt eine RX-7 Ford Mustang mit, ist klar. Eine Dodge Charger, die wir uns später natürlich auch noch holen werden. Oh, tut mir leid, wenn ich deine Kofferraum zerstört habe. Du gehst mal kurz beiseite. Man kriegt natürlich auch Punkte, wenn man Gegner ausschaltet. Ganz klar. What the fuck, 3 Runden. Das wird unser Multiplikator natürlich schön in die Höhe treiben. Aua. Ja, hallo. Motorhaube ist auch schon halb am Abfliegen. Man sieht schön den Motor einlassen. Den ganzen Turbo. Und was auch immer da alles noch drin ist. Wow. So knapp. Wollte ich nun auch wieder nicht fahren. Ja. Jetzt ist uns die Motorhaube abgeflogen. Nein, ich wollte nicht die Zonenpunkte verlieren, also lass mich auch vernünftig fahren.
Ich weiß auch, dass das eine knappe Sache war. Wow. Haben wir ja nochmal Glück gehabt. Wow. Also ich wollte schon bei dem Doppelmultiplikator bleiben. Und ja, wow, 37,99 für diese Runde. Aber das schaffen wir noch besser. Wären wir nicht da reingekracht. Ja, genau. Naja, egal. Wir haben oft genug Möglichkeiten, uns die Punkte alle wieder zu besorgen. Da ist jetzt gerade irgendwas runtergeflogen, keine Ahnung was. Aber egal, hey. Wir werden mal die Abkürzung hier usen. Wir haben zwar keine Zonenpunkte gekriegt, aber uns fliegt halb die Frontschürze ab. Schick. Wir haben aber auf jeden Fall dominiert und das ist gut. In the Zone. Diese Fähigkeit erhöht deutlich die Zonenpunkte, die du für jedes erfolgreich abgeschlossene heldenhafte Fahrmanöver bekommst ohne Crash. 10%. Wow. Immerhin. Heute startet ein großes Rennen drüben auf der Westside. Die werden dich beobachten, also zeig es ihnen. On to the Westside. Genau. Palm Harbor. Nee, Quatsch, nicht Palm Harbor, aber der Sprint zumindest. Joa. Qua Libre. Mach auf dich aufmerksam, dann werden sie dich auch finden. Mach ich doch gerade. Schicken, ist Martin auch dabei? Gegen was für Leute fahre ich mit meiner billigen Schrottkiste? Ja, guck nicht so. Genau, wir fahren gegen die besten Fahrer, ist klar. Aber wir werden ihnen definitiv zeigen. Franklin Avenue, 7:30 Uhr morgens. Super. Boah, Plymouth Hemikuda. Plymouth. Auf geht's. Ja, genau. Tschüss. Oi, gucke mal an, da haben wir noch den Nissan Silvia. Ups, sorry. Dein Heckflügel da hinten ist so ein bisschen schief. Ich glaube, den solltest du mal richten. Zack. Schön gedriftet, ja. Und wir haben 190 Punkte gekriegt dafür. Das ist sehr gut. Wow, wir kriegen wirklich die 10%. 90, knapp vorbei. Ja, jetzt super. Wow. Nein, ich wollte einen sauberen Abschnitt machen, denn diesmal wollte ich meine Zonenpunkte, wow, behalten. Ja! Ich wusste es, dass das schief geht. Warum bin ich nicht... Oh, ups. Ich glaube, von der Tastenkombination sollte ich mal ein bisschen umändern. Wow, was machst du denn schon hier? Verzieh dich mal, lalala. Wow. Nee, mein Freund. So läuft das hier nicht. Okay, warum muss der denn gerade Grafiken laden? Das habe ich sonst eigentlich nie. Ich weiß gar nicht, ob ich gepatcht habe. Wow! Aua! Wo ist eigentlich das Ziel? Diese 10? Ja, ich weiß. Aua! Wow! Ja.
knappe Sache. Schön für dich. Ah, sauberer Abschnitt. Cool, wir kriegen selbst dafür Punkte. Wow. Aber immerhin haben wir diese zwei Multiplikator. Rückwärtsgang. So, wir haben... Wohaha, Alter. Ganz knapp dominiert. 2000 kriegen wir nur, aber egal. Motor. Mit dieser Fähigkeit kannst du deinen Motor über seine normalen Grenzen tunen und die Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit deines Wagens verbessern. Schön für dich. Sind sowieso nur 1%. Nicht übel. Du hast also Hector Mayo erwischt. Gut, er ist der Boss der Autodiebe hier in der Gegend. Nicht übel, sage ich, Homeboy. Dieser Hitzkopf ist sein Bruder Zack. Ziemlich kleines Licht, versucht aber immer den großen Macker zu spielen. Oh la la, hübsches Ding. Los. Schnapp dir von den Losern hier einen Wagen. Wahre Sache, Loser. Bis auf die da. So, wollen wir doch mal sehen. Was nehmen wir denn für einen Wagen? Camaro SS, Plymouth, Ford Escort. Die Lotus Elise ist eigentlich recht gut, aber ich will die nicht haben. Der ist eigentlich auch ganz gut. Aber der hat so eine schicke Beschleunigung, also werden wir den Camaro nehmen. Ja, das war's auch schon für diesen Part. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal, Leute. Das war's, euer Charter 67.